Hallo, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Top oder Trash Video. Heute ein etwas kürzerer Eintrag, aber ein ziemlich guter, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, aber im DLC kann man noch eine weitere Belohnung von Levi's bekommen. Ich dachte, der hat nur drei, aber der hat vier. Man kann tatsächlich noch einen anderen Ring von ihm bekommen. Ich lasse ihn einfach immer zu gerne um seinen Scheiß betteln. Das ist, denke ich, das Problem. Was ihr benötigt. Ihr müsst sein Buch finden und dann nehmt ihr die Medaille raus. Das buchgebundene Medaillon, das ist das hier. Das müsst ihr dadurch entnehmen. Also einfach das Buch inspizieren und rausnehmen. Ihr könnt ihr schneller mit Tastendruck aufmachen. Dann habt ihr es im Inventar. Was ihr tun wollt. Ihr müsst es ihm einfach geben. Ihr müsst es nicht verweigern, also so ihn anbieten und dann die Antwort geben, ach, ich überleg's mir nochmal. Nein, ihr müsst es ihm einfach direkt geben. Ich habe das noch nie gemacht. Ich wusste nicht, dass dieser Ring existiert. Selbst nach so vielen hunderten Spielstunden lernt man immer noch was Neues. Naja, wir machen das mal. Hallo. Deine ständige Anwesenheit gefällt. Ich hab was für dich da. Aber ja, bin ich kaum würdig. Ist das dein Medaillon? Wo hast du das denn gefunden? Ich hab's aus dem das Buch. Hast du in der Tat. Meine zu Papier. Und jetzt nicht auf es scheint wichtig zu sein klicken, sondern direkt du kannst es zurückhaben. Oh, endlich wieder vereint. Jetzt kann ich. Du bist ja immer noch hier. Oh, gewiss. Deine Bezahlung. Ich begrüße es sehr, dass deine Kooperation so käuflich ist. Holy shit! Es stimmt! Das ist ja interessant. Wir haben jetzt den Bürdenring des Halbgebildeten. Das ist das hier. Verringert Munitionsreserven um 25%. Erhöht Mod- und Fähigkeitenschaden um 15. Da es sich dabei um einen Bürdenring handelt, kann man die schlechte Fähigkeit komplett ausmerzen. Ich glaube damit. Deaktiviert die negativen Effekte von Bürdenringen. Das bekommt man von Nemo im DLC. Begrenzt die maximal gewonnene Gesundheit. Blablabla. Aber... Also... Also, ich muss schon sagen, es gibt nicht so viele Ringe, die Mod- und Fähigkeitsschaden erhöhen. Natürlich verringert Munitionsreserven. Ich würde eigentlich auch erst sagen, oh, das ist ja voll scheiße, aber es gibt Builds, beziehungsweise wir stellen mal vor, einen Nahkampfbild, der pfeift da drauf. Wenn du die Axt größtenteils mal angenommen benutzt, und viel mit Mod und Fähigkeiten arbeitest, gerade mit Fähigkeiten, sagen wir mit Miasma als Beispiel, das ist gar nicht mal so scheiße und mit der verringerten Munition lässt sich dann eigentlich sogar leben. Natürlich ziemlich speziell der Ring, aber ja, also ich muss sagen, der ist nicht totaler Müll. Der ist okay. Top oder Trash, also top nicht, aber okay. Okay, weil eben ist relativ selten die Fähigkeit. Kannst du kombinieren. Hier, angenommen, du möchtest ein Modbild machen, da hast du da 15%. Und wo haben wir ihn denn? Ja, hier. Ring des Splitterbandes erhöht Modschaden um 12%. Dann bist du schon bei 27% und das ist für Mod-Damage, also wenn wir auf Mod-Schaden gehen, ist das schon echt viel. Und den bekommt man im Labyrinth, den hier, also. Ja. Nicht schlecht. Na gut, dann danke, dass ihr hier wart. Ich habe noch einen weiteren Ring für meine schmale, bescheidene Sammlung. Oh Gott, es wird immer schlimmer, was zu finden. Und dann viel Spaß bei meiner neuen Endcard. Wir sehen uns. Bis denn dann. Tschüss mit dem Ring und so. Ja, tschüss.